Guten Tag, Cyberdetektiv. Du bist doch. Wurde langsam Zeit, dass du vorbeischaust. Magst du nicht in meinen kleinen Laden kommen? Ich muss etwas für dich tun. Okay. Das Schicksal lässt uns keine andere Wahl. Bitte beeil dich. Gut, jetzt streck deine rechte Hand aus. Es dauert nicht lang. Halt still. Als nächstes die andere Sache. Dreh dich um und beweg dich nicht. So, und fertig. Ich habe ein besonderes Programm für deine Cybergestalt installiert, das dir zusätzliche Funktionen bietet. Du kannst physische Objekte jetzt mit deiner rechten Hand scannen und so ihre Cyberdaten aufnehmen. Sobald du also Sachen aus der echten Welt in der Hand gehabt hast, kannst du sie zu Cyberdaten konvertieren und in den Cyberspace mitnehmen. Wow. Gesammelte Daten verbleiben in deinem Speicher. Was es heutzutage alles Praktisches gibt, nicht wahr? Die moderne Technik. Ich glaube, das hat nichts mit Technik zu tun. So etwas sollte dich nicht überraschen. Dein Körper wird auch in Zukunft. Nein, die Zukunft sollte ich dir nicht verraten. Alles sollte so verlaufen, wie das Schicksal es will. Aber komm zu mir, wenn du nicht weiter weißt. Soweit irgendwie möglich, weise ich dir gerne die richtige Richtung. Nutze einen Verbindungssprung, um jederzeit und überall zum Digilab zu kommen. Der Schleier zwischen dieser Welt und der digitalen Welt verschwimmt immer mehr. Dass ich dich in der echten Welt treffen konnte, ist schon Beweis dafür. Aber für die Welt ist das vielleicht nicht unbedingt etwas Gutes. Eher ein Anzeichen, dass noch viel Schlimmeres passieren wird. Wenn ich dich sehe, sehe ich einen hellen Hoffnungsschimmer für diese Welt. Ob mir diese neue Welt wohl gefallen wird? Auf bald im Digilab. Okay. Ich habe von hier aus Zugang zum Digilab, aber erst sollte ich diesen Fall in Nakano abschließen. Nein, ich will digitieren. Mann. Ach so. Das muss ich euch kurz erklären. Die Dame hier, die da steht, hat ein paar DLCs für uns. Und zwar habe ich die Day-One-Edition von dem Spiel, weil ich vorbestellt hatte. Und da bekommen wir die zugehörigen DLCs. Gratis. Danke, dass du diesen Inhalt heruntergeladen hast. So, damit ist der DLC geliefert. Pass gut darauf auf. Oh je, anscheinend hast du nicht genug Speicherplatz. Um Agumon Schwarz herunterzuladen, benötigst du mindestens 5. Sprich mich nochmal an, wenn du mehr Platz hast. Oh, du hast nicht genug Platz, um Gabumon Schwarz herunterzuladen. Du brauchst 5. Sprich mich nochmal an. Oh, du hast nicht genug Platz, um Agumon männliches Kostüm herunterzuladen. Und Agumon weibliches Kostüm. Und Agumon. Nee, das war's. Panikdeckung, Lärmdeckung, TP-Spray, SP-Spray, Kraftananas, schlaue Karotte. Oh, nicht genug Platz, um Agumon im Taikamiya-Kostüm herunterzuladen. Sprich mich nochmal an. Forscher-USB, Wiederbelebungsspray, Mutpunkt. Ich hoffe, ich kann dir bald wieder helfen. Was ist passiert? Wir haben DLCs gekriegt. Und zwar große Heil-Items haben wir bekommen unter anderem. Items, die wir auf der Farm verfüttern können. Wir haben einen Forscher-USB bekommen. Den rüsten wir direkt gleich mal aus. Wir haben Ausrüstung bekommen, die Verwirrung verhindert und Neutralschaden runtersetzt. Der Forscher-USB macht, dass wir mehr Daten scannen. Also normalerweise bekommen wir ja zum Beispiel für ein Zunomon 25%. Damit müssten wir jetzt, ich weiß nicht, ob er es verdoppelt oder nur anhebt, ich glaube so um die 40, 45 bekommen. Das können wir uns gleich einfach mal anschauen. Und zwar geben wir das einfach mal Buddy, weil der hat noch nichts. Ja, die Ausrüstung mit Verwirrung und so, das brauchen wir später mal. Wir schauen uns jetzt erstmal hier um. Da ist nichts. Mirei Mikagura vom Beratungsraum. Sie ist so hübsch. Allerdings ist sie nie da.
Ist okay. Jetzt muss ich einmal auf mein Real-Life-Handy schauen. Okay. Hab nämlich eine Nachricht bekommen, auf die ich schon gewartet hatte. In Wirklichkeit bin ich ein Hacker in Eden. Meine Arbeit ist nicht immer ganz legal. Nervenkitzen pur. Nervenkitzen? Vorlesen will gelernt sein. Big Yado. Ja, dann nicht. Wollen wir eine Medaille ziehen? Komm, wir ziehen eine Kascha-Medaille. Ein Tentomon. Cool. Ich mag die chaotische Atmosphäre von Nakano. Da fühlt man sich wie zu Hause. Da geht's nur nach draußen. Wenn du vor der Rolltreppe rechts abbiegst, findest du einen Beratungsraum und ein Detektivbüro. Oh, dieser Ort ist sehr zwielichtig, wirkt sehr zwielichtig auf mich. Im Beratungsraum scheint es keinen Berater zu geben. Hat es überhaupt offen? Wenn man weiß wie. Wir bereiten den Laden immer noch vor, bitte gedulde dich ein wenig. Du bist neu im Detektivbüro Koremi? Dann gehörst du auch zu Nakano. Willkommen im Broadway. Ein wenig seltsam, aber sehr interessant hier, findest du nicht? Du bist ja jederzeit gern gesehen. Komm vorbei, wenn wir offen haben. Die Rolltreppe führt direkt zum dritten Stock. Um zu den anderen Etagen zu gelangen, solltest du den Lift oder die Treppe nehmen. Im zweiten Stock gibt es einen CD-Laden und im vierten einen Café. Was für ein Labyrinth. Ich werf mal einen Blick auf die Ladenliste am Lift. Eden hat mir wirklich gefallen, aber es gab zu viele Hacker. Ist das immer noch so? Frag mich doch nicht. Dies ist der Beratungsraum von Miremi Kagura. Ihre Ratschläge sind sehr hilfreich. Wenn du nicht weiter weißt, solltest du hingehen. Jetzt rächt sich, dass ich mein Getränk am Flur abstehen lasse. Jetzt wird mein Hals trocken. Ich hoffe, ich kann das hier durchziehen mit euch. Der Kartenladen verkauft jetzt auch Karten von Künstlern. Ich habe gehört, eine seltene Jimmy-Ken-Karte ging für ein Vermögen weg. Ach was, im Ernst? Die wollte ich unbedingt. Eine Agumon-Medaille. Zu den Medaillen kommen wir gleich. Die erkläre ich jetzt nicht extra, wenn das gleich sowieso auftaucht. Willkommen! Wir haben eine große Auswahl an Karten aus Animes und Spielen. Was? Kein Interesse? Ah, dann bist du den zahlenden Kunden im Weg. Zisch ab! Okay. Es ist schwer, hier weniger bekannte Künstler zu finden. Bei Tower Records in Shibuya gibt es eine größere Auswahl. Jimmy Ken ist immer noch total beliebt. In jedem Laden ist er ganz oben in den Indie-Charts. リアルでどうこうなるあれじゃないよね。けどあの子たち大丈夫かな。アゴモン、ガブモン、アゴモン。嘘、覚えてない？この白状も。ほら、私をかばってくれたデジモンたちだよ。ちょっと心配だな。あの子たちがいなかったらきっと今頃。なんか私ってば子供の頃からああなんだよね。大事な時になるといつもビビっちゃうっていうか、頭が真っ白になって動けなくなっちゃうみたいな。君にも嫌な思いさせちゃったかな。本当ごめん。待て、keine Sorgen。それはそうと、君もショッピングなう？ Ich muss arbeiten. ちょっとへこむな。嘘つかれてたわけじゃん。
Findet die noch jemand so anstrengend? Hier haben wir alles gesehen. Können wir wieder Gashas ziehen. Er hat mir eine Digiline-Nachricht geschickt, also habe ich zurückgeschrieben und dann gewartet. Aber es kam noch keine Antwort. Er hat noch keine geschickt. Vielleicht weiß er nicht, was er sagen soll. Wenn er Interesse hat, schreibt er dir. True. Heute werde ich mich an 3 Kugeln wagen. Erdbeere, Schokolade und... was noch? Nochmal Erdbeere. Wir bieten die besten Takoyaki überhaupt. Wenn man sie nicht gekostet hat, ist man kein echter Nakanoana. Du bist kein Kunde. Bist du neu im Detektivbüro? Dann bist du ein echter Nakanoana. Na, das ist toll. Wir brauchen hier mehr junge Leute, die etwas frischen Wind nach Nakano bringen. Ich stehe jederzeit zu Diensten. Fun Fact: Mit dem reden wir das ganze Spiel nie wieder. Immer wenn ich bei TRF im 4. Stock müde werde, komme ich hierher. Okay. Neulich wurde meine Freundin von einem Hacker ausgeraubt. Ihr ganzes Geld ist weg. Diese Hacker sind wirklich furchtbare Leute. Wirklich? Das ist furchtbar. Oh, ich wünschte, es gäbe keine Hacker. Okay, wenn ich die Figur heute nicht kaufe, tue ich es nie. Heute schlage ich zu. Ganz bestimmt. In Akihabara, dem gelobten Land für uns Nerds, verschwinden immer mehr Menschen. Es ist jetzt viel sicherer, hier nach Nakano zu kommen. Und Indie-Sci-Fi gibt's hier auch. Hier gibt's eine große Auswahl an Comics und Magazinen. Der, den ich wollte, wurde heute veröffentlicht. Toll. Willkommen. Komm rein. Du hast gerade im Detektivbüro angefangen und du wolltest nur mal Hallo sagen? Ach, du bist also auch neu. Genau wie ich. Ich habe diese Woche angefangen. Ich bin so nervös. Ständig mache ich etwas falsch. Aber ich soll vor dem Laden mit den Leuten reden, um mich dran zu gewöhnen. Wir sollten uns beide ins Zeug legen. Du und ich. Gambate! Und Stockwerk Nummer 4. TRF. Ich komme jeden Tag nach dem Unterricht hierher. Was soll ich heute spielen? Kann ich jetzt? Ich sollte lieber den aktuellen Fall. Bla bla bla. Auf den Etagen über uns wohnen Leute. Broadway ist so ein interessantes Gebäude. Ich gehe erst, wenn ich meine Highscores geschlagen habe. Für mich sind Spiele nicht nur Spiele, sie sind ein ständiger Kampf gegen mein zukünftiges Ich. Wie bei mir. Mit ihr reden wir später, weil... Ah, sei ruhig, ich spiele Verstecken. Hör auf, oder die finden mich. Nimm das hier und geh weg. Danke. Mit ihr reden wir später, weil man kann hier an den Automaten tatsächlich spielen. Aber ich glaube zum einen nicht, dass es jetzt schon geht. Und zum anderen will ich erst digitieren, damit wir wieder Erfahrung kriegen. Ein Medaillenliebhaber ist jemand, der sie wirklich mag, ja? Ich habe ihm ein paar seltene Medaillen gegeben. Er hat gut dafür gezahlt. Ach, das wunderbare Aroma von Kaffee. Fantastisch wie immer, Boss. Aber ich bin völlig pleite und kann keinen trinken. Das K-Café ist so entspannend. Hier kann man stundenlang die Seele baumeln lassen. Und die Bedienung ist auch so nett. Oh, bist du auch hier, um mir eine Medaille zu bringen? Was für Medaillen, fragst du? Digimon-Medaillen natürlich. Was denn sonst? Digimon-Medaillen sammeln ist mein großer Traum, mein Leben, mein Ein und Alles. Deshalb kennt man mich als den Medaillensammler. Wenn dir also Digimon-Medaillen unterkommen, dann bringen sie her und ich kaufe sie dir gerne ab. Na? Hast du Medaillen für mich? Ja. Ui, du hast mir also noch mehr Medaillen gebracht? So, alles in allem gebe ich dir 200 Yen. Ja, okay.
So, verkauf, keine Rückerstattung, danke. Sag meiner Frau nichts von alledem, ja. Ich bin immer hier. Also kannst du mir jederzeit Medaillen bringen. Wenn du mal viele Medaillen sehen willst, geh zum Medaillensammler, dann zeigt er dir deine Sammlung. Dann auf ins K-Café. Ding dong. Darf ich deine Bestellung aufnehmen? Ich empfehle unsere spezielle Kaffeemischung. Das ist unser Verkaufsschlager, aus gutem Grund. Willkommen. Willkommen, nur reinspaziert. Such dir einen Platz. Du bist also Frau Kuremis Hilfsdetektiv? Sie hat jemanden eingestellt? Wow. Dann darfst du also jederzeit ihre strahlende Schönheit genießen, hä? Ich bin ja so neidisch. Das gibt's ja nicht. Unfassbar. Chef? Ja, was ist? So siehst du mich aber nicht an, oder? Wie meinen? Molch, du Schuft. Ich kündige. Jetzt sofort. Wie? Und diesen Monat lasse ich mir voll bezahlen. Außerdem stelle ich dir 20 Monate Glotzen in Rechnung. Du zahlst mir eine Entschädigung. Ach ja, Kunden. Du wolltest Kaffeebohnen, ja? Das hier sind die Bohnen, die Fräulein Kyoko immer kauft. Bitte sehr. Ausgewählte Kaffeebohnen erhalten. Moment mal, Sachan. Wenn du einfach so kündigst, stecke ich in der Klemme. Ach wirklich? Wollen wir dann ein wenig verhandeln, Chef? Verhandeln? Über was denn? Was wohl? Mein Stundenlohn natürlich. Wenn du dich doof stellst, verklage ich dich. Dann hast du eine Klage wegen Belästigung am Hals. Die zwei sind vielleicht ein Paar. Aber auch wie auch immer. Ich habe die Bohnen, die Kyoko wollte. Vielen Dank, komm jederzeit wieder. Ich denke, ich habe mich hinreichend bekannt gemacht. Ich sollte ins Büro zurückgehen. Beste Bohnen abgeschlossen. So, auf dem Rückweg nehmen wir den Aufzug. さすが。 中野に住まう人々といったところか。さて、次は町に出てもらうぞ。反電脳体の君が現実世界に完璧に溶け込めるかどうか。順応テストの最終段階といったところだ。新宿で聞き込みをしてきたまえ。君のことが噂になっているかもしれない。何せ、あの姿を目撃されたのだからな。その間、私は私の仕事を片付けさせてもらう。 またよし刑事にも調査結果を報告しておかないといけないのでね。君の母親のことだ。親御さんが仕事で長期海外出張しているのは不幸中の幸いだった。君が倒れたと聞いて帰国しようとしていたところを間一髪すぐに退院すると連絡して引き止めておいた。 Praktisch, dass die Eltern im Ausland arbeiten. Ich habe meine Mutter angerufen. Die Arbeit hält sie sehr beschäftigt. Jetzt mache ich mir Sorgen. Oyago-san-no-yousu-wa-dou-datta-kana? 親御さんの件は君に一任する。しっかり対応したまえ。これは、では行動開始だ。新宿へ向かいたまえ。 Jawohl. Jimmy Kens neuer Song rührt mich zu Tränen. Hör rein, du wirst ihn lieben. Wenn du so schwärmst, werde ich es mal probieren. Ich weiß, du wolltest am Wochenende herkommen, aber ruh dich lieber aus, ja? Verstanden. Tut mir leid, dass du dir Sorgen gemacht hast, Mama. Okay,
alles beantwortet. Kein neuer Fall. Wir sollen nach Shinjuku, aber bevor wir das machen, endlich. Ihr wisst, was jetzt kommt. Achso, ich wundere mich, warum es nicht weitergeht. Bin aber selber schuld. Pabumon, Level Max, alles klar. Motimon haben wir schon. Oh, dann wirst du Pabumon digitiert zu Yokomon. Und Poyomon. Den haben wir schon mal gesehen, deswegen ist er hier schon ausgegraut sichtbar. Den haben wir noch nicht gesehen. Ist völlig egal eigentlich. Da fangen wir doch mit dem an. Poyomon digitiert zu Tokomon. Der braucht noch. Die auch. So, Digimon verschieben. Wir müssen einmal kurz Platz machen bei uns. Packen euch kurz alle in die Bank. Gehen raus. Danke, dass du diesen Inhalt heruntergeladen hast. Agumon schwarz. Gabumon schwarz. Agumon männliches Kostüm. Wenn man die mit den Kostümen digitiert, dann verlieren sie es und das kann nicht rückgängig gemacht werden. Ja, die anderen holen wir sofort. Ich habe noch nicht genug Platz. Bin ja gleich wieder da. Wir kriegen nämlich ein paar Digimon geschenkt durch den Day One DLC. Wir haben Agumon im männlichen Kostüm. Also der sieht so aus wie wir. Wir haben ein schwarzes Agumon und wir haben ein schwarzes Gabumon. Freunde. Und jetzt holen wir noch zwei weitere ab. Meine Stimme löst sich gerade auf. Entschuldigung. Agumon weibliches Kostüm. Darf man auch nicht digitieren. Und Agumon im Taikamiya-Kostüm. Und noch mehr Items. Danke. Auch die schauen wir uns an. Agumon, so. Entschuldigung. So sieht das Kostüm des weiblichen Hauptcharakters aus. Und, ja, das Kostüm von Tai aus der Serie. Und die Dame hat uns ja gesagt, wir dürfen die Agumons mit Kostüm nicht digitieren, ansonsten verlieren die ihr Kostüm. Deswegen sind die schon so ausgelegt. Ihr seht es oben links. Die können schon bis Level 99 hochgehen, ohne das durch Digitation erst hochpushen zu müssen, das Max-Level. Mit denen habe ich ehrlich gesagt noch nie im Team gespielt. Mann. Ich verliere gerade komplett meine Stimme. Ich muss gleich die Folge beenden. Entschuldigung. Also mit denen habe ich noch nie im Team richtig gespielt. Das wäre eigentlich mal eine ganz coole Idee. Ich habe die sonst mal in der Bank gelassen, einfach so als Sammelobjekt. Aber vielleicht nehmen wir einfach mal einen von denen mit. Vielleicht den, der aussieht wie Tai. Wir nehmen auf jeden Fall wieder Zunomon mit in die Gruppe. Holly natürlich, weil der hat schon einen Namen. Bei den anderen... wir haben noch 10 frei. Ich würde gerne Agumon und Gabumon in Schwarz mitnehmen erstmal. Und den Rest von den Damen und Herren hier verlagern wir mal kurz auf die Insel. Obwohl, wenn ich die mitnehmen will, dann vielleicht die doch noch nicht. Ah, das müssen wir uns überlegen. Ich weiß nicht, ob ich schon weiterspiele, also wieder aufnehme, bevor ihr das hier seht. Wollen wir die trotzdem auf die Bank, auf die Insel packen? Ach komm, es hat ja eigentlich keinen Nachteil, ne?
Ich nehme die noch mal ganz kurz mit und tausche die einmal hier. Damit wir die benennen können, die Argumons, damit wir die unterscheiden können. Wer hat mir das jetzt angeschrieben? In einem japanischen Krankenhaus wirst du gleich untersucht. Finde ich besser. Okay, hör dir zuerst ein neues Album an. Der letzte Song ist der Hammer. Okay. Das machen wir noch schnell. Also du bist Agumon. Wo haben wir denn? Da haben wir. Agumon. Das ist das männliche Kostüm. Und du. Da hast das weibliche Kostüm. Dann holen wir noch gerade den anderen raus. Den nennen wir dann Agumon Tai oder so erstmal. Nur damit wir hinterher wissen, wer wer ist. So, verwalten. Das ist nicht das, was ich machen wollte. Einstellung ist das, was ich machen muss. Agumon. Taichi. Taichi, ist egal. Im Deutschen heißt er Tai. So. Dann haben wir das. Wir können unsere Digimon noch anders aufstellen. Packen mal Gabumon und Agumon nach vorne. Dann können wir die beim nächsten Mal in Aktion erleben. Und wenn ihr wollt, können wir uns mal die Farm ansehen. Also das ist unsere Farminsel. Ja, weiß ich alles. Also rechts sehen wir, wer hier alles gerade unterwegs ist. Wir haben sie noch nicht eingerichtet. Wir können da Trainingsgeräte aufstellen später, wenn wir Geld haben. Wir können sie füttern. Das können wir auch jetzt schon machen. Also wir können zum Beispiel hergehen zu Togomon. Und wir sehen unten links, wir haben verschiedene Futterarten. Und die haben unterschiedliche Effekte. Digifleisch lädt sich immer von alleine auf. Alle 3 Minuten kriegen wir ein neues. Den Rest muss man finden oder kaufen oder durch den DLC kriegen. Wir geben ihm einfach mal ein bisschen Fleisch. Das macht die Kameradschaft hoch. Manchmal lassen sie es auch fallen. Das ist ein bisschen wie bei Tamagotchi. Das ist ja auch der Ursprung von Digimon eigentlich. Es gab ja Keychains. Wir werfen einfach mal ein bisschen Fleisch. Es gab ja Keychains mit virtuellen Pets. Also mit Digimon als virtuelle Pets. Nach dem Tamagotchi-Hype kamen die raus. Da musste man sie auch pflegen, man muss sie sauber machen, man muss sie füttern. Aber die Besonderheit im Vergleich zu Tamagotchi war eben, dass es sich vor allem an Jungs gerichtet hat, weil man die Keychains über Infrarot-Link miteinander verbinden konnte. Also man konnte dann gegeneinander battlen lassen. Und daraus haben sich dann Manga und Fernsehserie und Spiele und was weiß ich nicht alles ergeben. Und heute sind wir hier. Und lassen für 200 Yen unsere Digimon heilen. Und werden beim nächsten Mal dann nach, was hat sie gesagt, nach Shinjuku gehen. Und uns dann mal umhören. Also Freunde. Hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Session. Wir speichern noch schnell zusammen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und vergesst bitte nicht, Namen dazulassen. Die brauche ich wirklich. Also Freunde, bis dann. Ciao.